hier ist der Juiced. Ja, ich hatte mal wieder Glück. Ja, beim Stefan, 123321, ist natürlich unten verlinkt, ein Für-Umme-Video habe ich gewonnen. Und zwar das Civivic Backlash. Ja. Die fertigen, das ist sowas jetzt wie so ein Ersteindruck, die fertigen bei WeKnife, hier ist so eine Tasche bei, finde ich richtig cool, hier war das Messer drin, zack, hier haben wir nochmal so ein paar kleine Instruktionen, Congratulations und was weiß ich, ja, nee, mit Tuch. Hier. Schön gepolstert. Preisklasse liegen wir hier. Im Moment findet man die Dinger bei, ja, nicht bei, sondern um die 50, 51 Euro. Und da muss ich schon sagen, ein Täschchen mit so einem Tuch, was sich relativ dick anfühlt. Vivi ist schon geil. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon sehr, sehr cool. Vor allem diese Taschen, ich mag so Taschen. Vor allem könnte man sich hier ein Schloss dran machen. Und da kann man nämlich zack, ne? Hier von wegen 42 Jahren so. Wir gucken mal, ob wir das raufkriegen. Da könnt ihr mal einmal kurz glotzen, falls ihr mal irgendwas gucken wollt. Ja, ansonsten einfach, aber irgendwie doch ein bisschen schick gehalten. Irgendwie zack, zack, zack. Backlash. Ja. So, jetzt kommen wir zum hier mit Dingen hier. Wichtig. Bei manchen Messern, ne? So, jetzt kommen wir zu dem Teil. Zack. Wir gucken uns das jetzt mal vom Nahen an. Da haben wir die Achsschraube. Zack. Ich habe schon gelesen beim Stefan unter dem Video, sieht aus wie ein An- und Ausknopf. Ja. Ist ein lustiges ja, Zeichen, wie auch immer. Wir haben hier ein Flipper mit einem Jimping drauf, wo ich sagen würde, es ist ein wirklich gutes Jimping. Also man bleibt hier wirklich hängen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es hört. Kratz, kratz, kratz. Also das finde ich schon mal gut. Wir haben hier ein Kugellager. Mal gucken, ob das irgendwie... Warte mal, ich hau das mal auf. Bam! Also das ballert richtig gut raus. Ja, auf jeden Fall haben wir... Ja, da können wir uns erahnen. Wir haben ein Kugellager. Goldener Käfig. Und ein paar Stahlkugeln. Ja, also es ballert wirklich richtig gut raus. Muss ich sagen, wir haben G10. Ein bisschen hoch, gerade wieder runter. Clip, beidseitig, wir haben Achter, Achter und Achter Torx, hier auch, nur der Clip, da haben wir Sechser drin, der Clip, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie gesagt, das ist, ich habe es mir wirklich nur einmal ganz kurz angeguckt, der Clip macht einen guten Eindruck, ja, optisch, ob er jetzt zu dem Messer insgesamt passt, muss man immer gucken. Wir haben blaue Liner. Die sehen in Natur auch sehr, ja, sehr cool aus, hätte ich gesagt. So metallicfarben. Wir haben hier überall, als wenn hier überall ein Spalt ist, aber das ist überall so. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ich tippe da drauf, dass vielleicht das G10 angefasst ist.
Jetzt hier auf der Kamera sieht es halt nur aus wie, als wenn da Spaltmaße sind. Aber das sieht alles sehr einheitlich aus. Das obere Jumping hier, zack, das gibt auch gut Grip. Also ich hätte schon fast gesagt, ja, zu den aggressiveren ist jetzt ein bisschen mega übertrieben, aber ja, so fast. Also das stoppt definitiv. Eine schöne Klinge mit einer Switch oben. Zack. Ja, und jetzt werden wir mal gucken. Weil wir haben hier nämlich auch den. Ich muss mal gerade kurz außerhalb der Kamera gucken, weil das ist nämlich wirklich klein. Ich versuche es jetzt mal, dass wir den drauf kriegen. Naja, auf jeden Fall da steht 8CR. Ne, 9CR 18 MOV. Also wirklich, wirklich sehr, sehr klein. Das ist natürlich cool. Manche mögen es nicht. Manche möchten gerne wissen, was drauf steht. Von mir aus passt das so. Bin ich gewohnt von WeKnife. Ich habe ja ein Messer davon. Das ist wirklich cool. Ja. Erstmal freue ich mich über dieses Messer. Warte mal, wir machen mal eben. Bam! Oh, der Liner steht nämlich. Ich glaube, so kann man es sehen. Steht nämlich wirklich sehr gut, wenn mein Fokus nicht mitmacht. Ne, also steht wirklich gut. Wir haben auch. Also ein bisschen, ich hätte mal gesagt, es ist gerade noch okay für die Finger, für den Lock wegzudrücken. So, jetzt haben wir es. So, da sind diese gezackten. Es steht nicht viel, aber es funktioniert gut. Aber wie der Stefan schon gesagt hat, wir haben hier ja, also keine dünnen Liner. Die gehören schon so gerade eben, sagen wir mal, zu den dicken. Da ist eine gute Spannung drauf. Klinge ist frei. Wir haben absolut null Spiel. Und ich denke mal, wegen dem Liner, der dagegen drückt, haben wir keinen Freefaller. Aber es fühlt sich wirklich gut an. Es fühlt sich so genüsslich an. Sagen wir es mal so. Genüsslich. Ich könnte natürlich auch so machen. Ich habe das jetzt nur mal so. Zack, zack, zack. Nee, also muss ich sagen, so der Ersteindruck ist sehr positiv. Gut, ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwas Schlechtes erwartet. Sagen wir mal so, also die Freude war sehr groß, als der Stefan mich angeschrieben hat. Und nö, muss ich sagen. Also dieses hier und das, naja, dieses, was so ein bisschen dicker aussieht, das waren ja eh so meine Favoriten, darum freue ich mich. Wir haben hier einen Hohlschliff. Wir haben hier keine Daten. Ich könnte ja mal eben das hier mal so drauflegen. So. Wo sind wir denn hier? Ungefähr, das ist nur ganz grob, 20,5 cm lang. Zum Schneiden haben wir. So. 20,5, 20,4. Zum Schneiden liegen wir vor 8. Also 7,8 cm zum Schneiden. Ja, der Fingerjoil ist jetzt kein Mega-Joil. Also so würde ich es nicht machen. Ich denke, wenn man sieht es. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es relativ gut so nimmt. Also nicht nur hier vorne, sondern so ein bisschen weiter. Zack, und wenn man dann irgendwas, die Leute, die schnitzen, zack, das könnte ich mir noch gerade so vorstellen. Das Messer insgesamt
wirkt ein bisschen klein. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch noch gar nicht gemessen, jetzt gerade erst 20,4, 20,5. Es wirkt ein bisschen kleiner. Zack. Bei meiner fast 10er Handschuhgröße habe ich noch Platz. Na, zack. Für einen ganzen Finger noch, also 10 und ja, 11. Müsste definitiv passen. Das passt. Zack. Ist ganz cool. Und dann können wir das nämlich jetzt auch, also da, das werde ich, der Stefan hat irgendwas von hinter der Phase 3,5. Ich glaube 3,5 gesagt. Da bin ich natürlich drauf gespannt. Das Ding muss ja mega schneiden. Ja, ja, und dann konnte ich natürlich auch mal wieder mein WeKnife rausnehmen. Und zwar das 703F. Das ist ja so die Budget-Linie von WeKnife. Wir liegen hier so bei 125 Euro. Und hier liegen wir bei einer Firma, die bei WeKnife fertigt. Und man, also ich finde, man sieht's. So. Also ich habe sofort so bei der Klinge, ich habe glaube ich mal den Stefan gesagt, wenn ich bei Instagram Fotos von diesen Messern hier sehe, dann denke ich immer erst, WeKnife hat ein neues Messer rausgebracht. Dieses Clean, das finde ich richtig cool. Nee, Stefan, perfektionistisch. Ich freue mich, ich bin gespannt. Ich werde natürlich damit ein bisschen rumschnibbeln. Also ist schon, doch, ist positiv. Vor allem gefällt mir auch, dass hier große Schrauben drin sind. Also, was heißt große Schrauben, aber 8er Torx, 6er, könnten ja auch mal vernudeln. Ja, stimmt. Eine Sache haben wir noch. Die hat der Stefan schon in seinem Video aber auch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt drauf kriege. Ja. Also, da. Ja, ich habe vorhin mal einmal kurz geguckt mit dem Zollstock. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Klinge krumm ist. Ich denke eher, es liegt hier auf dieser Seite am Anschliff. Aber egal. Ja, sollte natürlich nicht vorkommen. Wenn man sich's kauft, könnte ich mir vorstellen, oder bei mir wäre es sehr ärgerlich. Darum, ja, Stefan hat ja schon gesagt, sollten Sie mal gucken, dass sowas nicht zu oft vorkommt, weil das wäre schade. Weil das ganze Messer macht wirklich einen guten Eindruck. Und dass das dann natürlich getrübt wird, nicht jetzt bei mir. Ich habe das Ding geschenkt gekriegt. Nur wenn man dafür Geld ausgibt, das meine ich. Na, das wäre natürlich dann schade. Wir haben ja auch skelettiert. Nee, also ist ein wirklich krasses Teil. Schneiden. Ha, jetzt muss ich mal kurz meinen Spickzettel nehmen. Wir haben den neuen CR18 MOV, so heißt das Messer ganz. Schnell wieder scharf zu bekommen. Weil, ich habe natürlich ausgepackt, mal einmal kurz geguckt, einmal so, zack. Aber der Stefan hat ja seine Tests damit gemacht. Ja, und dann habe ich natürlich mein Leder schnell, zack, 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 zack. So. Und es ist wieder blitzscharf. Also ist schon cool. Vor allem das mit der Tasche. Das finde ich, das ist so ein cooles Extra, finde ich. Was ruhig mal mehrere Hersteller machen könnten. WeKnife hat das ja auch. Zack. Also, ich finde es cool. Zack. Ganz kurz. Also das ist nochmal länger. Ja, gut. Vielen Dank, Stefan. Deine für Umme-Aktionen sind ja krass.
Also, absolut geil. Ich denke mal, jeder, der da schon mal was gewonnen hat, der weiß, wie cool das ist. Es ist einfach unbeschreiblich. Wenn du einfach plötzlich eine Nachricht kriegst, jo, du bist es. Hammer. Also wirklich richtig geil. Gut. Das war der erste Eindruck, also recht positiv. Fingerjoy muss man immer gucken. Hier ist zum Beispiel die große Schleifkerbe. Das ist ja noch nicht mal mehr ein Fingerjoil. Ist natürlich auch nicht gerade das Grüne vom Ei. Das Grüne vom Ei, das ist auch der beste Spruch wahrscheinlich. Hier wäre es natürlich auch cooler, wenn es noch ein bisschen weitergehen würde. Hier sind sie schon mal, weil wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Fingerjoil, wenn man sie benutzen kann. Ja. Hier vielleicht ein bisschen abphasen, dass hier nicht sofort die scharfe Klinge kommt. Das hat ja der Stefan aber auch schon gesagt. Da wäre ich nämlich auch für. Dann könnte man es noch besser benutzen. Ja, muss man immer gucken. Gibt ja drei Modelle von CVV. CVV. Das ist auch ein Name, ne? CVV. Ja. Gut. Zack. Also wie gesagt, es läuft definiert. Trotz Kugellager, aber aufballern tut das richtig gut. Bam. Sehr geil. Lanyard-Loch ist auch da. Kleiner Backspacer. Zack. Sehr schick. Gut, der erste Eindruck wieder viel zu lang geworden. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.